Hi, möchte ich heute mal zeigen, was die Brücke hier so aushält. Die werden wir so lange belasten, bis dass sie bricht. Die Brücke ist 1,53 Meter lang, habe ich aus Kiefernholz gemacht, verleimt und verschraubt mit einem Zweigewinde. Die Stabeile hier sind 1 Zentimeter, so 1,5 und die unteren 2x2 Zentimeter. Ich habe das Ganze danach gebeizt und jetzt steht sie seit 3 Jahren da heraus, bei Wind und Wetter. Nur ein paar Details zu der Brücke. Wie gesagt, ich habe alles mit M2-Gewinde verschraubt, mit wasserfestem Leim nur zusätzlich verleimt, habe ordentliche Querstreben gemacht mit Verspreizungen und dabei mehrere Stück. Dann habe ich hier die Bretter simuliert auf der Seite, den Gehweg. Habe einfach über die ganze Länge kleine Leisten hergenommen und einfach nur mit der Meißel eingedrückt und dann dementsprechend mit kleinen Nägeln nur mal ein bisschen fixiert. So, dann schauen wir, was sie aushält. Die hat rund 80 Kilo. Nein, Scherz. Vor 3 Jahren habe ich es ausprobiert, sie hält mich aus, aber nach Wind und Wetter habe ich da was vorbereitet. So, das habe ich vorbereitet. Das ist das Urmodell von der Brücke. Da ist mir ein Baufehler passiert, da ist eine Seite um 1 Zentimeter länger wie die andere, darum können wir das halt machen. Das ärgert mich irrsinnig, ich weiß nicht, was ich damals falsch gemacht habe. Sie ist verleimt, genagelt, nicht geschraubt, also das Original hält sogar noch ein bisschen mehr aus wie die Brücke. Die Querstreben fehlen mir noch und die Verspreizungen. Darum habe ich es einfach mit 3 Brettern einmal da ein bisschen angeschraubt, damit sie nicht in sich zusammenknickt. So, da legen wir einfach eine Schalltafel drauf und dann nehmen wir mal so handelsübliche Zementsäcke mit 25 Kilo und schauen, wie weit das geht. Okay, 50 Kilo. Ich steige jetzt mal drauf, dann haben wir 130. Wow, 75 Kilo. Kilo. Und wie ich da jetzt raufgekommen?